Also berühmt für Blüthner-Instrumente ist natürlich das Aliquo-System. Das ist eine vierte Saite, die in Resonanz mit den anderen Saiten anfängt zu schwingen und damit das Obertonspektrum anreichert und den Ton insgesamt runder, voluminöser und angenehmer für das menschliche Ohr macht. Die alten Beethoven-Skripte anschaut, wird man dort eine Vorschrift finden, die heißt Una Corda, bedeutet eine Saite. Und bei alten Instrumenten gab es das linke Pedal, womit man die Mechanik so weit verschoben hat, dass der Hammer anstelle von drei Saiten, die einen Ton bilden, nur zwei Saiten angeschlagen hat, um diese dritte Saite als zusätzliche Saite in ein gewisses Obertonrauschen versetzt wurde. Das ist dann in der weiteren Instrumentenevolution zunächst erstmal verschwunden. Es bedurfte dann kein geringeren als Franz Liszt, der in seiner unermüdlichen Schöpfungskraft Transkriptionen zu schreiben, auch über die originalen Beethoven-Skripte natürlich gestolpert ist und herausgefunden hat, was es denn mit dieser Una Corda-Vorschrift auf sich hat. Und hat dann befreundet mit meinem Urgroßvater in Leipzig Nächte sicherlich bei dem einen oder anderen Glas Wein darüber philosophiert, wie man das auch in moderne Instrumente integrieren könnte. Herausgekommen ist dann eine zusätzliche Saite, die zunächst über den anderen drei Saiten verlaufen ist. Heute verläuft sie parallel dazu und ist am Anschlagspunkt angehoben, sodass sie auch natürlich nach wie vor nicht vom Hammer mit angeschlagen wird, aber deutlich energieeffizienter funktioniert und der Wirkungsgrad dieser vierten Saite verbessert worden ist. 253 Saiten. Die Saiten üben eine Zugkraft von 20 Tonnen ungefähr, also 17 bis 20 Tonnen kann man sagen. Es kommt immer aufs Modell an, was man hat, aber man kann so von 17 bis 20 Tonnen ausgehen. Sechskantrad. Früher hat man Rundrad genommen. Bei alten Instrumenten, wenn man die restauriert, nimmt man auch noch Rundrad. Aber in der Regel nimmt man jetzt Sechskantrad, weil da einfach der Kupferdraht besser dran haftet. Bei einem runden Draht rutscht er weiter. Und bei einem Sechskantrad legt sich das schön an die kleinen Flächen dran. Und dann nimmt man die jeweilige Stahldrahtstärke, die man braucht. Das ist dann der Kern von der Saite. Und dann hat man hier diese ganzen verschiedenen Kupferdrahtstärken. Und je nachdem, wie tief oder wie hoch der Ton sein muss, nimmt man dann die jeweilige Drahtstärke. Das wird vorher ausgemessen, dann ausgerechnet, wenn man die Mensur für das Instrument festlegt, dass man auch die nötige Masse hat, um den jeweiligen Ton zu erzeugen. Ja, mein Name ist Dominik Wolter. Ich bin Klavier- und Cembalo-Bauer und ich habe in der Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH gelernt. Ich wurde hier ausgebildet. Was mich an dem Beruf fasziniert, ist, dass ich einem Instrument, das noch nicht klingt, durch die Saiten, die ich spinne und dann aufziehe, die Möglichkeit gebe, einen Klang zu erzeugen. Später muss das Instrument natürlich noch intoniert und gestimmt werden, damit es dann schlussendlich so klingt, wie es klingen soll.